Zweites Heimspiel in 2017, erstes Heimspiel in der Rückrunde. Beim Spiel gegen Werder Bremen möchte der FCA seinen Fans am Sonntag den ersten Heimdreier des Jahres schenken. Ich denke, wir haben jetzt im Wolfsburg gezeigt, wozu wir in der Lage sind, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, jetzt immer besser auf den Platz kriegen. Und das ist jetzt natürlich das große Bestreben, dass wir es heute auch in den Heimspielen jetzt deutlich häufiger hinkriegen wie in der Vergangenheit. Noch ein wenig extra Motivation gibt ein Blick auf die Tabelle. Da steht der FCA momentan 3 Plätze und 5 Punkte vor den Bremern. Mit einem Sieg würde die Baumelf den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen also weiter vergrößern. Statistisch gesehen sind gegen die Grün-Weißen auf jeden Fall Punkte drin. Denn in den 5 Heimspielen gegen Werder haben die Fuggerstädter 3-mal gewonnen und nur 1-mal verloren. Bremen ist eine sehr flexible Mannschaft. Das sieht man sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball. Die haben in unterschiedlichen Grundordnungen jetzt gespielt, haben sehr spielstarke Spieler im Zentrum drin, die da ja, das Spiel nach vorne sehr kreativ gestalten können. Also das ist schon eine Herausforderung, die zu lesen und dann eine Strategie zu entwickeln, wie man am Wochenende hier die 3 Punkte da lassen kann. Beim FCA rückt Kapitän Pau Verhaag wieder in den Kader. Dazu wird ein besonderes Augenmerk auf Neuzugang Moritz Leitner liegen. Dass man natürlich nicht diese Wettkampfhärte hat, wenn man nicht immer spielt, das ist sowieso klar. Aber er macht jetzt einen guten Eindruck, auch athletisch. Deswegen hat man bei ihm oder hätte man kein Problem, wenn er mal von Anfang an spielt oder eingewechselt wird. Das Hinspiel in Bremen gehörte direkt in die Kategorie Kurios. Werder ging zwar vor der Halbzeit in Führung, doch die Rot-Grün-Weißen drehten die Partie im zweiten Durchgang durch einen Treffer von Jeffrey Jaulio und einen Hammer-Freistoß von unserem Kostas Stafelidis. Ja, ich habe bis jetzt 2-mal gegen Bremen gespielt und 2-mal gewonnen. Und auch mein erstes Tor gemacht diese Saison. Und am Sonntag wollen wir wieder 3 Punkte. Damals hieß es erster Saisonsieg-Check. Dieses Mal können unsere Jungs nach dem Spiel hoffentlich einen Haken an den ersten Heimsieg des Jahres machen.